Und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. Wir sind hier wieder am Hafen und im letzten Part haben wir hier den Wal gerettet vor seiner eigenen Erstickung, denn er hatte hier diesen Typ irgendwie verschluckt und der hat richtig Radau im Bauch gemacht. Ich will nur mal gucken, warum der jetzt da oben rumhockt und ob der vielleicht noch irgendwas zu sagen hat. Hey, von diesem Fischmehl lasse ich mich nicht mehr fangen. Fischmehl? Hätte da nicht Maul stehen müssen? Du kannst mir glauben. Ich glaube, ohne mich fängt er nicht mal eine Sardine. Ah, okay. Mehr ist da gar nicht los. Okay, wir brechen jetzt auf in neue Gefilde, würde ich sagen. Bin mal gespannt, was uns erwartet. Wie mache ich das denn? Kann ich mit dir reden? Möchtest du noch Lava Lava Island reisen? Ja. Und ich denke, wir sind dafür auch gut ausgerüstet. Wir haben ja auch diesen Eisorden. Es ist doch aber völlig sicher, oder? Mach mal ein bisschen Platz. Ui. Okay, auf nach Lava Lava Island. Die See ruft uns. Ich kann nicht glauben, dass wir auf einen Thunfisch reiten. Mario, hast du schon mal darüber nachgedacht, wie seltsam das Leben sein kann? Ich schon. Ein Thunfisch. Wo ist denn eigentlich die Musik? Ich höre hier nur so ein Wassergeplätscher. Sehr merkwürdig. Ah, da ist er. Die Möwe, ey, wie groß ist die? Ja, Leute, wir werden sicherlich einige neue Gegner treffen. Aloha auf Lava Lava Island. Und uns wurde ja schon gesagt, hier gibt es eine Piranha-Pflanze, die krass mit Lava zu tun hat. Mit Feuer. Okay. Sieht mir auf jeden Fall nach Vulkan aus hier. Yay. Wenn ihr wollt, dass ich euch nach Totor zurückbringe, dann fragt mich einfach. Aha, nun, endlich geschafft. Das ist also Lava Lava Island. Umwerfend. Meine Güte, sieh doch, Mario. Dort, am Horizont der Gipfel des Lava Lava Berges. Triumphal, wir müssen los. Beeilung. Ciao. Wir sehen uns. Wenn ich dich rette. Und da haben wir auch schon ein Item. Stoppuhr paralysiert alle Gegner, wenn es funktioniert. Aha. Aber nur wenn. Kokosnuss. Tropische Kokosnuss. Wirf sie auf einen Gegner. Oh Gott. Da hinten komme ich scheinbar auch hin. Das ist auch was, oder? Ist aber nicht. Ne, da hinten komme ich nicht hin. Oder? Nö. Dü. Aber hier vorne ist wieder so ein Typi. Das heißt, da können wir bestimmt wieder... Ah ne, ich dachte, das ist so eine Knospe. Gibt nur Herzchen, okay. Alles klar, wir ziehen trotzdem dran. Denn wir ziehen gerne an Dingen dran. Da. Okay. Okay, sehr, sehr interessant. Müssen wir uns mal merken, diese Blume kann uns auf jeden Fall in die Luft pusten. Okay, wo sind denn unsere ersten Gegner? Ja, Hilfe, Hilfe! Der lässt nicht lange auf sich warten, der erste Gegner. Aber wir hauen erstmal die Palme und holen uns noch eine Kokosnuss. Okay. Kann man auf den Gegner werfen? Ich bin echt gespannt. Okay, da kann ich klingeln. Bin echt gespannt, was hier so passieren wird und was eine Kokosnuss ausmacht. Also wir kriegen ja richtig viele Kokosnüsse. Oh, da oben ist ein Brief. Brief an Igor im Buhus. Laden. Oh, sehr schön. Ah, ein goldener Fuzzi. Wahnsinn. Der macht richtig Radau hier. Autsch, Mario. Oh, du musst den anderen angreifen, Alter. Hast ein Problem mit mir? Bist du vielleicht eifersüchtig? Eigentlich gar nicht. So, Ersttreffer hat nicht geklappt. Goldene Fuzzis, ey. Ja, ich würde sagen, wir wechseln erstmal zu Gumbario und gucken uns das ganze Ding hier mal an. Let's go. Fähigkeit, Scanner, Antropenfuzzi.
Das ist ein Tropenfuzzi. Tropenfuzzis sind andere Fuzzis. Sehr ähnlich, aber sie leben im Dschungel. Daher der Name. 7 KP, Angriffskraft 2. Sie klammern sich an dich, saugen dir die KP aus und laden sich damit selbst wieder auf. Wie gemein. Sie lassen dich so lange nicht los, bis du sie mit Hilfe des Action-Kommandos wieder abschüttelst. Manchmal teilen sie sich auch, lassen sie uns besiegen, vor sie die Chance dazu bekommen. Okay, thank you for the info. Und jetzt, wir werden sie wegklatschen. Ich denke mal, mit dem Powerhüpfer mache ich das schon ordentlich. Powerhüpfer? Powersprung. Ja. Das sollte ein One-Hit werden. Bam. 7 Schaden. So, der teilt sich bestimmt, ja? Wahnsinn. Okay, wir machen das auch mal. Tauschen uns gegen What? Und ich würde sagen, wir machen mal... Versteck mal das Angriffskraft. Wir machen mal einen Elektrohieb. Halte A gedrückt und lass dann los. Okay, let's go. Alter, 4 wunderschöne Schadenspunkte. Und wir machen mal... Ah, ich mache einfach mal einen Doppeljump drauf. Dann machen wir 6 Schaden mit. Ach so. Oh, ich muss schnell A drücken. Okay, das ist neu auf jeden Fall an denen. Wäre irgendwie cool, wenn ich einen Schaden mehr machen könnte. Bam. Okay, 6 Erfahrungspunkte nehmen wir mit. Und kriegen aber nichts weiter. Schade. Puh, oh, du hast mich gerettet. Vielen Dank, alter Freund. Nun, jetzt aber genug. Wir sollten uns zusammenreißen und weitermachen, ja? Klar. Wenn du das sagst, dann machen wir das. So, Kokosnuss, ne? Ich glaube, ich sollte mal eine Kokosnuss werfen. So, jetzt bin ich voll. Weg damit. Okay, hier können wir wieder drauf. Super interessant. Okay, hier passiert nichts mehr. Okay, weiter geht's. Neue Gegner? Oh, Yoshi-Siedlung. Oh, cool. Hallo. Hi, hallo, holla. Das hier ist Yoshis Siedlung. Der Lava-Lava-Berg? Dieser Vulkan befindet sich östlich unseres Dorfes, aber man kann ihn unmöglich erreichen. Außerdem hat der Häuptling gesagt, dass es besser wäre, sich vom Berg fernzuhalten. Es sieht so aus, als würde er jeden Moment ausbrechen. Yoshis Siedlung, Alter. Okay. Eine fette Palme. Oh! Was ist mit dir? Sei willkommen, Mario. Ich bin der Häuptling von Yoshis Siedlung. Die Stimme ist nicht berechtigt, oder? Ah, du bittest mich um Hilfe. Du möchtest zum Lava-Lava-Berg. Der Eingang zum Vulkan befindet sich im Dschungel, aber er ist nur sehr schwer zu erreichen. Außerdem ist der Vulkan aktiv. Ich glaube, es ist zu gefährlich, jetzt dorthin zu gehen. Okay. Der Häuptling ist mein Freund. Ich meine, hallo, wie geht's dir? Aber egal, schon seit seiner Kindheit verfügt unser Häuptling über ein stark ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. Als ich hörte, dass er zum Häuptling ernannt werden soll, hat mich das gar nicht überrascht. Okay. Was haben wir denn da für eine schöne Statue? Ja, da ist er. Ist er das? Der Sternsplitter? Alter, das ist echt halt einfach so eine Bodenplatte. Das ist, ja, das kann interessant werden. Ich hoffe, das war der Sternsplitter, den es hier gibt. Bin mal gespannt, was wir hier noch so finden. Hallo, blauer Yoshi. Hallo, Mario. Hast du schon die Abroxas getroffen? Sie leben in den Kronen des höchsten Baumes im Dorf. Es gibt sehr viele von ihnen, aber sie kommen nie herunter. Außerdem sprechen sie eine sehr merkwürdige Sprache. Ganz schön mysteriös, was?
Alle behaupten, sie seien die Schüler von Don Raphael, des Herren dieser Insel. Aber glaubst du das etwa? Keine Ahnung, wer Don Raphael ist. Wir werden es herausfinden. Hallo. Jan, hallo, wenn das nicht Mario ist. Willkommen auf Lava Lava Island. Fast die gesamte Insel ist von dichtem Dschungel bewachsen. Aber das herrliche tropische Klima macht das unwegsame Gelände mehr als nur wett. Okay. Dann war's das jetzt hier. Hier komme ich wieder zum Häuptling, oder? Ja. Gibt es hier noch mehr von Yoshi Town? Ja, natürlich. Ach ja, Jiminy, was ist das denn hier? Oh. Da seid ihr ja. Gra. Okay, da komme ich nicht hoch. Gra. Bist du der Mario, von dem Don Raphael uns erzählt hat? Orakel der Sterne, Mario, kommt auf diese Insel. Es ist seine Bestimmung, von Don Raphael zu treffen, Gra. Ist das ein Rabe? Gra, Gra, Gra? Aber, warte mal. Ist das da oben, Don Raphael? Komme ich da irgendwie hoch? Kommt er runter? Okay, dann nicht. Okay. Kleine Yoshis, ja. Okay, hier kann ich mich hinporten. Da ist ein Shop. Ich habe sehr viele Kokosnüsse. Kann man die verkaufen? Und da ist ein Tod. Einfach so gefangen. Ist er ein Gefangener? Nee, okay, ich dachte schon. Er ist einfach ein Gefangener. Hi. Unsere Slogan lauten erfrische Körper und Geist. Möchtest du dir dich ausruhen? Klar. Schlaf gut und träum süß. Dann machen wir mal ein Schläfchen und trinken ein Stück Kaffee. Ah, lecker. So, hast dich gut erholt. Vielen Dank für dein Abenteuer und viel Spaß und so. So, dann können wir gleich mal safen. Zack, bam, bam. Und wir gucken mal in den Shop rein. Vielleicht können wir was verkaufen. Weil wir haben sehr viele Kokosnüsse. Willkommen im Yoshis Cabana. Womit kann ich dienen? Kaufen? Nein, ich wollte eigentlich verkaufen. Verkaufen. Ah, bringt nur eine. Obwohl mich ja schon mal interessieren würde, was so eine Kokosnuss an Schaden anrichtet. Ich werde mal zwei behalten. Stoppuhr. Ja. Super Soda, Kuchen, Donnerzorn. Ich mach mal noch die Stoppuhr weg. Lieber ein bisschen mehr Geld haben. Okay, bin zufrieden. Hi. Wie geht's dir, Mario? Hey, hast du schon mit dem Cheep Cheep da drüben gesprochen? Sie ist hier als hervorragender Babysitter bekannt. Ihr Name ist Sushi. Sie passt auf die Kinder auf. Was würden wir nur ohne sie tun? Manchmal beschweren sich die Kinder zwar über sie, aber Kinder sind nun mal Kinder. Ach übrigens, ein Archäologe namens Colorado oder so ähnlich ging ganz allein in den Dschungel. Er sagte, er wollte zum Lava-Lava-Berg, aber der Pfad endet auf halbem Weg. Ich frage mich, wie weit er wohl gekommen ist. Wir sind die schrecklichen Fünf von Yoshis Siedlung. Yeah, wir spielen Verstecken. Aber wir dürfen das Dorf nicht verlassen, deswegen ist das Ganze ein bisschen langweilig. Ich will an einem größeren, viel aufregenderen Ort spielen. Und ich will den Dschungel sehen. Dort ist es nämlich gefährlich. Das wäre wirklich aufregend. Hi. Heutzutage kommen nicht mehr viele Besucher. Ich würde ja gerne ein bisschen plaudern, aber ich habe alle Flossen voll zu tun. Ich passe auf die Jungs hier auf, damit sie nichts anstellen. Sie sind nämlich sehr, sehr umgezogen. Ich habe zwar noch keinen Beweis dafür, aber ich wette, dass sie gerade etwas aushecken. Aber wenn sie glauben, sie könnten Sushi in das Licht führen, haben sie sich geschnitten. Sushi in das Licht führen, dann haben sie sich geschnitten. Okay, hier war nichts weiter, ne? Ich glaube, da ging kein Weg lang. Das hier war, glaube ich, der einzige Weg, der weiter in den Dschungel führt. Da laufen wir doch mal hinterher. Oh, ein neuer Gegner. Was haben wir denn da? Mitglied wechseln. Gumbario, was ist denn das da? Scanner. Ein Beißblatt. Das ist ein Beißblatt. Beißblätter geben von vor Herzzweige zu sein, die dir ein Herz geben, wenn du sie berührst. K
KP 8, Angriffskraft 2. Wenn du von einem Beißblatt gebissen wirst, wirst du vergiftet. Dann sinken deine KP mit jeder Runde. Wir sollten sie so schnell wie möglich besiegen. Wenn du nicht ständig deine KP wiederherstellst, sitzt du bald ganz tief in der Tinte. Okay, das ist vielleicht der richtige Ort, um mal diese Vergiftung und Verwirrungsorden anzulegen. Tropische Kokosnuss, wirf sie auf einen Gegner. Ich will mal gucken, wie viel Schaden das macht. 3. Ist das nicht so krass. Unvergiftet. Boah. Alter. Geblockt. Okay. Boah, die sind ja übel drauf, die Typen. Okay. Kokosnuss ist scheiße. Merke ich mir. Stattdessen. Machen wir mal so. Und so. Wie viele Punkte bringen die? 2 auch nur. Wow. Die sind schon übel, muss ich sagen. So, zack. Weg damit. Okay. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der Moment, wo man so ein Verwirrungsgift-Ding anlegen könnte. So, warte mal. Orden. Schnellwechsel will ich auf jeden Fall drinnen lassen. Macht es dir leichter, einen Angriff auszuweichen. Was sind das? Ausweicher, Verteidigung plus, Kampfrausch, Protektor. Genau, schützt Mario vor Vergiftung und Verwirrung. Kostet aber auch 3. Ja, ich weiß nicht, Vermeider und Erdbeben raustun vielleicht? Oder den Power Doubts erstmal? Schwer zu sagen. Ice Power. Spion. Ach man. Ja, wir werden es so machen. Vermeider und Erdbeben raus. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Und dann nehmen wir den Protektor. Vergiftung und Verwirrung. Ja. So, und ein Herzchen. Okay. Aha. Gut zu wissen. Keine Ahnung. Okay, hier können wir an den Büschen wackeln. Die Musik ist ganz komisch. Denk die ganze Zeit hinter mir, macht irgendeiner was in der Küche. Aber, nö. Okay, warte mal, wie muss ich das machen? Ja, theoretisch. Muss ich doch irgendwie darüber kommen, oder? Oder kann ich hier im Busch... Ah, okay, ich kann hier im Busch wackeln. Ich war schon ganz kurz verwirrt aktuell. Was ist das denn jetzt schon wieder? Was zur Hölle? Ein Buschmann. Scanner. Ein Lauerbusch. Mhm. Das ist ein Lauerbusch. Lauerbüsche geben vor, normale Büsche zu sein und lauern so ihrer Beute auf. 8 KP, Angriffskraft 3. Ihre Bisse sind giftig, also sehr vorsichtig. Wenn du vergiftet wirst, sinken deine KP langsam ab. Wenn du deine KP nicht... Ah, ja, okay. Lass sie uns schnell besiegen. Setz deine stärksten Attacken ein. Aha. Danke für den Tipp. Ja. Okay. Zack. Boah, sehr schön. Ja, nicht so schön. Okay, dann ich würde einfach mal sagen, Fähigkeiten. Wohl. Ich meine, der Powersprung, der... Reicht der, um den zu töten? Blöd. Der Powersprung ist voll sinnlos. Ich mache einen Schaden mehr. Ist irgendwie dumm.
glaube, den Powersprung kann ich erstmal ablegen. Weil ganz ehrlich, wegen einem Schadenpunkt BP ausgeben, klingt irgendwie nichts, oder? Ist irgendwie sinnlos. So, wir haben nur 10 KP. Das ist nicht so geil. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Der Powersprung, der ist aktuell nicht so geil. Schrumpfer für die 2 PP wird ein Gegner zu einem Minimonster. Schnarcher. Ist ja dann irgendwie doch geiler, oder? Der Powerhauer verbraucht nur 2 PP. Oder wir machen mal hier so einen Wirbelschlag stattdessen. Ist vielleicht doch ein bisschen cooler. Verteidigung Plus wäre natürlich saugeil. Oder der Ausweicher. Ausweicher wäre, glaube ich, auch richtig gut. Aber ich weiß nicht genau. Naja, egal. Wir lassen es erstmal so. So, ich weiß nicht genau, was ich hier machen soll. Ich vermute ja, dass ich ein neues Teammitglied bekomme und das dann relevant wird. Oder wir, ja, schalten irgendwas frei. Aber Leute, ich würde sagen, das war es erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.